Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier diese Woche bei Die Sims 3 noch an der Universität. Ich habe das Spiel hier noch auf Pause, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich cool. Also der Papagei spricht hier, glaube ich, aus, dass er genau gar keinen Bock hat. Und vor allem, was ich auch so witzig finde, ist, dass Christoph gerade vom Lernen träumt. Ob das wohl ein Zeichen ist, dass er vielleicht sich doch ein bisschen mehr reinhauen sollte oder doch nicht, ich weiß es nicht, gell? Aber eins ist mal sicher, Prüfung nachholen kann er mal ganz bestimmt nicht, denn hier steht auch, in 2 Tagen und 15 Stunden geht's los oder geht's weiter. Das Problem ist jetzt halt nur Wissenschaftsgarten und Angelfähigkeit. Ah, du bist Malen. Wieso hast du das jetzt angezogen? Achso, du bist ja so ein Edelmann, gell? So, vor 6 Sims Klavier spielen. Wow. 2, 4, 6. Das geht sogar. Das geht sogar. Liebe Holly. Das geht nicht. Okay. Steh du mal kurz auf. Du solltest dann nämlich auch die Nacht noch durchschlafen. Das wäre ganz nice. Nur noch einen Tag bis Semesterende. Nachdem die Abschlussprüfungen hinter dir liegen, hast du jetzt Zeit, dich zu entspannen, Freunden Lebewohl zu sagen und ein bisschen Spaß zu haben. Okay. Samantha Gray steigt in Kürze eine Lagerfeuer. Das sollte Christoph keinesfalls verpassen. An Party teilnehmen. Das können wir dann noch machen, weil jetzt haben wir ja ausgeschlafen. Was ist jetzt hier? Das geht noch immer. Alter Falter. So, liebe Bianca, was ist mit dir? Bianca. Ah, okay, du gehst jetzt zuerst aufs Klo. Das ist schon mal gut. Das Problem wird nur sein, ich glaube, dass wenn... Achso, du bist jetzt bei Samantha Gray. Wo ist denn hier die Lagerfeuerparty? Fordern einen anderen Sim zu küssen. Simoleons, okay. Du wurdest zu einer Pflicht aufgefordert. Küsse einen beliebigen Sim oder werde für immer deinen Kameraden... Werde von deinen Kameraden verspottet. Okay, also dadurch, dass hier... Warte mal. Jetzt werden wir erstmal das Lagerfeuer anzünden, würde ich mal behaupten. Samantha Gray, bla bla, okay. Haben wir hier überhaupt Sims? Da ist noch nichts. What the fuck? Da stinkt es total. Hier, wir könnten aber hier die gute Paris... Oh, das ist sogar ganz gut. Hier, kennenlernen. Okay, nee, das mal. Sie ist nämlich auch eine Vampirdame. Oh, da geht's ja runter auch noch. Sag mal, habt ihr hier keine Waschmaschine oder so? Doch, habt ihr. Alter, ist das ekelhaft. Wollt ihr das nicht? Achso, das kann ich nicht. So. Wieso klingelt dein Handy die ganze Zeit? Rangehen. So, wo bist du jetzt? Jen Petit möchte wissen, ob Christoph an einer Verabredung... Nee, jetzt nicht. Tut mir leid. Ich bin gerade auf einer Party. Ich wurde eingeladen. Das war schon so lange geplant. Es ist... wir können uns ein anderes Mal treffen. Gerne. Paris Vanderbilt. Du wurdest zum Vampir gemacht. Aber Hals. Das muss schon einiges bedeutet haben. Ja. Sind wir schon da? Ne, wir sind noch nicht da. Christoph, wie lange brauchst du denn? Alter, wieso hast du Flossen an? Bist du deppert, Alter? Wie schaust du aus? Du bist so... Hier, Anmachspruch gleich mal. Sie müsste normalerweise drauf stehen, oder? Wie, nicht? Mike. Freundlich, kennenlernen. Schlafen. Weißt du was? Haben wir hier irgendwo eine Dusche? Ne, wir haben hier nur die Badewanne, gell? Und zwei einzelne Betten. Ist das ein Kack. Okay, wir reden gerade über Leon. Warum das denn?
kennenlernen. Oh, ich kenne schon Leon. Ja, der ist mit Holly zusammen. Ja, und Leon hat noch eine Zwillingsschwester, die heißt Bianca. Ja? Ja, Leon, der ist voll... Wieso spricht ihr die ganze Zeit über Leon? Was ist mit ihr? Rebell, Sports, keine Ahnung. Die Frage ist nämlich auch, kann ich dich einfach so küssen? Romantisch? Wahrscheinlich nicht, gell? So, romantisch. Über Aussehen und Ding machen, okay. Okay, Partnerschaft unterhält. Sie findet ihn heiß, das Gemälde ist fertig, toll. Christoph, danke, dass du zu meiner Party gekommen bist. Ja, bitte gerne. Ich möchte dich jetzt eigentlich gerne überschwänglicher Kuss. Hm. Ey, ich hab sie aber geküsst. Warte mal, hier. Bis Samstag um 23.28 Uhr. Christoph ist ein wenig gruselig. Wieso? Aber entschuldigen. Okay. Wir müssen noch ein bisschen, Frage sind nach Alter. Wir müssen sie noch ein bisschen kennenlernen, glaube ich. Stein, Schere, Papier. Christoph ist okay. Also sie ist schon wieder beruhigt. Kompliment über Haus machen. Alter, ist es laut. Ringen, ausschalten, Lautstärke ändern. Niedrig. Freundlich. Nach Abschlussfragen. Attraktivität gegenüber. Nach Sternzeichen fragen. Ist auch geil. Dip, dip, dip. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, Techtelmechtel, weißt du, Techtelmechtel könnten wir nämlich machen. Das ginge. So, du wurdest zu einer Pflicht aufgefordert. Küsse einen beliebigen Sim oder werde für immer von deinen Kameraden verspottet. Ja, aber das geht ja nicht. Ist gesellig, okay. Kann ich nicht hier irgendwie schon mal Blumen geben? Romantisches Rot, das werden wir trotzdem irgendwie noch ein bisschen einbauen. Bitte nackt baden zu gehen. Flirten, koketter Witz, das werden wir dann auch noch machen, weil die Leiste ist nämlich jetzt eh schon ein bisschen weiter oben. Abschlüsse, okay. Technik, was ist das? Geh zum Veranstaltungsort mit. Was? Nee. Mir ist egal, was die anderen denken. Ich finde dich heiß. So, was? Oh, 10 von 10. Ich bin 10 Tage jünger als du. Das wird auch immer so bleiben, meine Liebe. Ein Abschluss in Technik. Okay. So, kann ich dich jetzt küssen? Flirten nochmal. Mehr überschwänglich verliebt umarmen. So, überschwänglicher Kuss, das wird doch jetzt wohl gehen, oder? Schau, sie hält ihn eh schon für kokett. Bitte. Schon wieder. Ah, Entschuldigung. So, warte mal, kann ich jetzt hier kurz mich entschuldigen nochmal? Für gruselig. So, ich entschuldige mich nochmal. Möchtest du stattdessen mit mir irgendwie in die Kiste hüpfen oder so? Alter. Ah, das geht jetzt? Nee, auch nicht. Was ist da los? Hallo? Hier, Techtelmechtel. Willst du mir jetzt sagen, dass hier kein Ding frei ist, oder was? Ah, wui, doch, warte mal, ist die knutschen rum? Oh. Aha, doch, es geht. Schau, wir gehen jetzt hoch. Was ist das jetzt? Haben allen Mut zusammen und sich geküsst. Warum ist die Pflicht nicht erfüllt?
angefreundet. Okay, das ist gerade ziemlich doof. Ashley de Sorrento. Das Feuer ist nämlich auch wieder aus. Also die Party ist eigentlich ganz schön lame. Wenn man jetzt mal so betrachtet, wenn man das Ganze mal so betrachtet. Taurus, Macklemore, Guadalupe Williams. Alter, was ist das denn für ein Name? Kommst du hier? Kommst du hier? Kommst du? Kompliment anhören. Ja, was ist jetzt? Wir können auch ein schnelles Techtelmechtel hier machen. Willst du? Du hältst Christoph für kokett. Das finde ich wunderbar. Kann ich jetzt eigentlich noch was anderes machen? Kann ich dich ganz normal küssen? Geht das? Mega. Mann, das geht überhaupt nicht. Einen perfekten Notendurchschnitt. Oh, warte mal. Reisen wollen wir jetzt eigentlich nicht angucken. Abenteuer auch nicht. Student. Sehr gut. Oh, okay. So, wir haben hier ein Techtelmechtlein weiteres. Sind nun fest zusammen. Okay. So. Warte mal, was stand da gerade? Befriedigend. Okay, das ist ja gar nicht mal so Betsy. schlecht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, Katze, was ist denn? So, warte mal, kann ich dich jetzt Arch, küssen? Arch. Wir waren doch jetzt eh gerade zusammen in der Dusche. Es wäre mal toll, wenn das jetzt gehen würde, weil dann hätte ich meine Pflicht erfüllt. Schon wieder, Alter. Okay, es geht nicht. Dann gehen wir aufs Klo. Dann müssen wir uns nochmal entschuldigen. Geistergeschichte erzählen, Frage nach Sim. Okay, das ging noch nicht. Romantisch, freundlich. Jetzt kann ich mich nicht mehr entschuldigen, oder was? Gehst du bitte aufs Klo? Danke. Dazwischenrufen, zusehen, kennenlernen, Komplimente über Haus machen, beißt was an. Über Verschwörungen reden. Okay. Weißt du was? Du gehst einfach nach Hause. Samantha Gray hat sich eh schon dafür bedankt, dass du zu ihrer Party gekommen bist. Das passt schon. Okay. Alter, du brauchst jetzt 3000 Stunden, bis du zu Hause bist, ja? Alter Falter, Lola anrufen. Schau, du bist schon wieder ausgeschlafen. Wieso das denn? Ich habe die ganze Nacht durchgemacht. Was hast du für ein Sternzeichen? Wir scheinen perfekt zueinander zu passen. Alter, was geht mit dir? Was hast du denn gemacht? Spaß, Hygiene, über Banalitäten reden. Wieso kochst du? Ernsthaft jetzt, warum kochst du denn was? Wir haben doch so viele Sachen hier drin. So, benutzen, duschen. Christoph, was ist los? Komm, du öffnest. Nein, du öffnest nichts. Du gehst jetzt hier auch sowas essen und dann kannst du von mir aus schlafen gehen. Ah. Okay, so, was ist mit euch beiden? Was machst du eigentlich? Mit jemandem chatten? Mit wem zur Hölle chattest du? So. Aber wenn die jetzt alle schon was haben. Student, schau mal hier.
Sehr gut, sehr gut. Er ist schon voll weit. Wieso bist du nicht so weit? So, was war das jetzt? Haben die jetzt gerade ihre Ding bekommen? Ihre Prüfungsnachrichten oder so? Der Logikfähigkeit, okay. Kochen. Wir passen perfekt zusammen. Erstes Techtelmechtel mit Paris, okay. Liebevoll kein Zeitplan, ja, das ist auch klar. Oh, Alter, sie ist auch schon bald fertig. Sie braucht länger, er braucht länger. Ben ist auch bald fertig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Er braucht natürlich länger. Okay. So, du möchtest jetzt mit deiner Tante hier ein bisschen reden, oder was? Christoph geht einfach schlafen. So, was ist jetzt mit euch beiden? Könnt ihr euch ein bisschen... Nichte und Tante, genau. Warte mal. Wie wär's, wenn du dir überhaupt mal was anziehst? Outfit wechseln. Bitte, zieh dir was an. Tadeo, was könntest du da machen? Okay, du hast ein bisschen abgenommen, hast du eh schon wieder. Das ist sehr gut. Weißt du was? Du gehst jetzt einfach joggen. Du gehst nochmal joggen. Und du, meine Liebe, genau, du gehst jetzt Treffpunkt Dekrette. Du gehst erstmal duschen. Die machen alle immer Techtelmechtel in einem fremden Bett. Ich finde das richtig interessant. Was habt ihr jetzt vor? Frage beantworten. Nach Tag fragen. Ah, okay. Schatz, wie geht's dir denn? Ich hoffe gut. Geh mal joggen, meine Liebe. Du wirst auch hier die Kretta hingehen. No. Genau. Für Kokett, okay. Okay, wir hören schon wieder auf. Echt jetzt? Spezial-Sim, Pflanzen-Sim, Blätterkurs. Okay, mehr können wir irgendwie nicht machen. Nee, warte. Ihr beide. Ah, gleich zweimal hintereinander, oder was? Oder risikoreiches Techtelmechtel. Seid ihr irre? Ja, also, solltest du schwanger werden, brauchst du dich nicht wundern, ja, liebe Madame. So, was haben wir denn hier noch alles? Eigentlich eh nichts mehr, gell? Präsentieren. Wir können eigentlich gar nichts mehr machen, außer halt einfach hier so ein bisschen rummachen und Sachen machen und keine Ahnung. Also, viele andere Dinge können wir gar nicht machen. So, was willst du jetzt, Shaka? Hält Olivia für kokett. Nervenkitzel vom Techtelmechteln. Einfach bloß Spaß. Ja, bis der Spaß dann zum Ernst wird. Schau, an die Hand genommen werden. Oh. Kompliment über Aussehen machen. Oh, er geht ja jetzt voll hier an. Schau mal, ich mache gar nichts und es geht voll rund. Also ich glaube, das sind einfach nur die richtigen zwei Sims zusammengekommen, ha? Huh? Von Trainingsschwärmern. So, wie wäre es, wenn ihr beide das Fitnesscenter besucht? Das ist hier. Besuchen mit Adalbert. So. Du bist da. Was ist Tadeo? Schatzi hat Tadeo schon voll überholt. Hey, Schatzi, wieso bist denn du so langsam? Alter, ist das geil. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich überhaupt hinlaufe. Die Krette. Mama Kaffee. Ah, die Grotte. Ach, sie laufen, sie joggen. Hä? Joggen sie schon wieder zurück? Habe ich irgendwas versäumt? Mama, haben wir nicht bei der Grotte ein Bowling-Ding?
Nee. Nicht kein Bowling, aber warte mal, haben wir hier nicht ein Bowling-Ding? Ja, genau. So. Während die dahin gehen, gehen die beiden hierhin. Warte. Seid ihr schon da? Ihr kommt gerade an. Okay. Und dann könnt ihr eigentlich beide trainieren, gell? Trainieren, okay. Dann trainiert mal gemeinsam. Hier, joggen gehen. Malerkarriere einschlagen. Tolle Zeit mit Gruppe vollbringen, okay. Ist wurscht, ist wurscht, ist wurscht. Was ist mit dir? Das Klo reparieren, säubern, die Betten machen. Du willst ja so haushaltstägliche Sachen machen. Tavana Mac. Oh, warte mal. Vielleicht sollten wir Christoph auch noch hierher holen. So. Who are you? Bist du nicht noch ein Teenager? McDougal. Aber die gefällt mir irgendwie. Wobei mit dem Hexenhut schaust du irgendwie besser aus. Aber ist ja wurscht. Christoph, du kommst jetzt auch hierher. So. Du kommst dann mal hierher. Hier hingehen. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Ich wünsche euch heute nochmal einen schönen Heiligabend. Ich wünsche euch auch noch weiters schöne Feiertage. Verbringt sie mit euren Lieben. Und ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.